Hallo, hier ist Oliver Oss und willkommen zu unserem ersten Podcast. Wir haben heute die Künstlerin Donna McCain mit uns dabei. Sie ist auch mit tätig bei Ossogonite. Sie ist die Künstlerin, macht auch die ganzen Skulpturen und Pranakristalle in der Werkstatt. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen über das Zeitgeschehen reden, was denn eigentlich momentan wichtig ist, welche Energien wir gerade draußen haben und was eigentlich jetzt für uns als Menschen wichtig ist, was wir jetzt in dieser Zeit ändern sollten oder was wir tun sollten. Ja, sage ich auch. Ja. Und du kannst ja vielleicht mal ein ganz bisschen was zu dir sagen, dein Werdegang und wie du hier gelandet bist. Wie ich hier gelandet bin? Mit einem Hubschrauber. wie ich hier gelandet bin, das ist eigentlich uninteressant. Ich bin seit meinen 17, 18 Lebensjahr als Medium tätig in der spirituellen Welt durch Geschehnisse meiner Mutter, die frühzeitig gestorben ist. Ich mache es kurz. Schockerlebnis, wollte nicht mehr leben, hatte keinen Sinn mehr im Leben. Mir wurde alles genommen als junges Mädchen, stand auf einmal da. Und das war ein Chaos für mich. Aber es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja, jedenfalls durch diesen Nahtod, durch das, dass meine Mutter gestorben ist, habe ich mich dann mit Nahtoderlebnissen auseinandergesetzt und fing an zu meditieren und so weiter. Ich mache es jetzt ganz kurz. Und dann wurde ich Medium. Ich bin einfach reingeschmissen worden durch die Engeln und bin seit über 10 Jahren in Kontakt mit den Engeln, mit Erzengeln und mit den Schutzengeln. Mache Sitzungen für die Menschen, die ihren Engel sprechen wollen, gehen Tieftrance, die können dann ihre Fragen beantwortet bekommen und so weiter. Ich möchte nur eins dazu sagen, Engeln sagen jetzt nicht deine Zukunft voraus, das dürfen sie und das werden sie nie, weil unsere Zukunft immer einen Variantenraum hat, das heißt, es ist nie ein festgelegter Zukunft. Was sie dir sagen, ist deine Lebensaufgabe, was du besser machen kannst und so weiter. Ratgeber im spirituellen Sinne, also wirklich tiefgangmäßig, besser geht's nicht. Sie kennen dich halt in- und auswendig, das ist der Schutzengel, der dir da Hilfe leistet. Jedenfalls, so bin ich. Und die Kunst, die habe ich dann schon als Kind. Ich war schon immer eine Malmaus. Mich hat die Schule nicht interessiert. Ich habe immer rumgebastelt und was nicht alles. Und dann ging es in die Richtung Malerei und Musik. Musik ist auch noch ein Bestandteil meines Lebens in der Band, wo ich bin, die wir gegründet haben. Durch die Rockmusik wollen wir die jungen Menschen erreichen mit unseren subtilen Botschaften. Jedenfalls, und dann kam die Kunst dazu und in der Kunst mache ich die Engelsmalerei plus die Skulpturen. Ich verbinde mich mit der geistigen Welt. Sie geben mir Anleitungen und ich führe sie durch und lasse die ganze Energie da rein. Es ist mehr als nur ein Kunstwerk. Wer davon was schon hat, der weiß, was ich meine. Für die, die es noch nicht haben, alles ist Schwingung, alles ist Energie und ich lasse dann die Energie durch mich in das ganze Geschehen hineinfließen. Jawohlinger. So, jetzt kannst du weitermachen. Okay, du hast jetzt sehr, sehr viele Themen in kurzer Zeit angesprochen. Naja, Themen, ich habe mich vorgestellt. Wir können ja kurz nochmal auf die Schutzengel eingehen. Ja. Als du das erste Mal erlebt hattest, war das eine große Umstellung für dich oder eine große Glaubensfrage auch? Nein, das war eine riesengroße Umstellung. Ich war ja jung, habe damals da das Meditieren mit Freunden gemacht und gehe in die Meditation und komme dann zurück, habe keine Erinnerung an gar nichts, bin einfach weg gewesen. Ich habe nur gemerkt, ich falle in so einen Zustand. Und dann, als ich zurückkam, schauen mich meine Freunde an und die eine sagt, sag mal, kannst du dich nicht erinnern, was los war? Sag ich, nein, was meinst denn du? Es hat ein Engel aus dir gesprochen, zwar der Schutzengel von der Gabi. Und der hat genau ihr alles gesagt, wie sie momentan steht, wo sie steht. Und was sie verbessern kann, weißt du gar nichts mehr, sage ich, nein. So, von da an fing alles an. Auf einmal wollte jeder, dass ich in diesen Zustand, ich nenne es jetzt Trance-Zustand, gehe und sein Engel sprechen. Das habe ich dann auch gemacht und habe gemerkt, oh Gott, nee, das ist ja unheimlich. Was ist das auch wirklich Realität? Ist das wahr? Ich habe Antworten gewollt. Ich war auf der Suche, ich wollte kein Fake und ich wollte keine, ja. Und dann bin ich in das Institut von Nürnberg in die Parapsychologie gelandet und wollte wissen, der Zustand, den ich habe, ist das real, was ist das und so weiter.
Und die Ärztinnen haben gesagt, ja, leg dich da hin, haben mich an solche Elektroden, so an mein Gehirn überall rüben. Und dann haben sie, geh in den Zustand, und dann bin ich in den Zustand gegangen. Und da fing es dann an, dass ich, als sie zurückkam, derjenige, der Arzt, einfach geflasht war. Und ja, also ich habe jedenfalls Bestätigung gekriegt. Ich will jetzt gar nicht näher gehen, was dann alles hinterher gewesen ist. Das lassen wir jetzt mal weg. Jedenfalls, das Endergebnis war, ich habe dann losgelassen und habe gesagt, okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich will meinen persönlichen Engel sprechen. Alle sprechen mit ihren, jetzt rede ich mal mit meinem. Dann bin ich in diesen Trance-Zustand und habe meinen Engel gerufen. Und tatsächlich war das so, dass ich dann meinen Engel gesehen und gehört habe. Und er hat mir dann so einiges erklärt, wer ich bin, warum ich hier bin, was wichtig ist und so weiter. Und ja, von da an gehe ich diesen Weg mit viel Liebe und mit sehr viel Energie. Ja. Noch zu dieser Schutzengelsitzung. Ich habe es ja selbst schon erlebt. Das ist ja oft, dass wenn Menschen diese Sitzung machen, dass sie total überwältigt werden von den Informationen, die sie bekommen von den Engeln. Woher wissen denn die Engel das eigentlich alles? Naja, sie sind ja deine Begleiter, sie sind ja ständig um dich und sie sind mehr emotional als wir. Also sie sind geistige Wesen, sie haben keinen festen Körper und sie sind höher gestellt als wir, die haben diese ASW-Kräfte und sie sind unsere Begleiter. Sie wissen alles von uns, sie wissen, was wir in dem Moment fühlen, was wir denken, was wir vorhaben und so weiter, weil sie mit uns in Verbindung stehen. Das ist wie wenn du einen Freund hast, den du sehr liebst und du bist mit ihnen in Verbindung, spürst du ja auch, wenn es ihm schlecht geht und so weiter. Nur bei denen ist es intensiver, viel intensiver. Es sind geistige, hochgestellte Wesen, die Gott dienen, dem höheren Licht, dem höheren Bewusstsein und daher alles wissen. Nur alles dürfen Sie ja nicht sagen, weil ich Nein, habe ja auch schon mal nein. oft von Leuten Fragen gehört, zum Beispiel, wie wird sich der Aktienkurs entwickeln oder soll ich in Gold investieren und so Okay, weiter. da gab es schon mal einen Fall, wo der Engel tatsächlich, also, sie machen das schon, wenn es sein darf. Kommt immer auf das Karma des Menschen drauf an. Es kommt darauf an, ob es jetzt für ihn bestimmt ist oder nicht, das zu erfahren. Und da war diejenige, die hat ihren Engel, weil ich bin dann zurückgekommen und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, mein Engel hat mir geraten, in Gold zu investieren. Ich will mein Haus, habe ich geerbt gekriegt, das will ich verkaufen und das Geld weiß ich noch nicht, was ich tun soll. Und dann hat der Engel mir geraten in Gold. Aber das mache ich nicht, hat sie gemeint. Das fühlt sich nicht gut an zu mir damals. Das ist eins der Geschichten, die ganz tief in mir stecken geblieben ist. Man sollte auf seine Engel hören. Ich habe sie dann später getroffen, weil ich habe ja früher auch Vorträge gehalten und das will ich auch wieder machen. Jedenfalls, in dem Vortrag kommt sie auf mich zu, ganz enttäuscht und traurig. Sag, was ist mit Ihnen? Ja. Hätte ich nur auf meinen Engel gehört, sage ich ja, wieso denn? Der hat mir doch damals gesagt, ich soll in Gold investieren. Und jetzt, wenn ich das getan hätte, damals, jetzt, der Goldpreis ist gestiegen. Und ich Ja, hätte um und das ist ja einiges mehr. gefühlt ja hundertfach gestiegen oder Ja, so, ne? und In der Zeit. das hat sie sehr bereut, dass sie nicht auf ihr Engelchen gehört. Also die Engel sagen, wie gesagt, es kommt immer darauf an, auf unser Karma, auf unser Weg und wie viel dürfen sie eingreifen. Manchmal wird gefragt, ist das die richtige Person? Ist das mein Seelengefährten? Manchmal wird diejenige die Antwort bekommen, wenn es für sie bestimmt ist, sie darf und so weiter. Und dann gibt es aber auch Menschen, die erfahren das nicht, weil sie sehr wahrscheinlich noch was erfahren müssen, noch was verstehen. Sonst nehmen sie ja unseren Lernprozess. Wir sind ja hier, um auch zu wachsen. Ja, der eine mehr, der andere weniger, der eine gar nicht. Ja. Ja. Und normal ist es ja jetzt nicht, dass man direkt mit seinen Engel sprechen kann. Das ist ja eine ganz außergewöhnliche Sache, die du machst. Wie ist es denn normalerweise, wie tun Schutzengel eigentlich unser Leben beeinflussen? Sagen wir mal so, mein Zustand ist kein wirklich so wie sagt man in Deutsch, allwärtiger oder wie man das sagt. Ne? Aber eigentlich sind wir in Kontakt mit unseren Engeln und die Engeln versuchen ständig mit uns in Kontakt zu treten. Ich sage immer, wichtig wäre, deswegen habe ich ja mit den Vorträgen aufgehört, ich wollte, dass der Mensch endlich mal selbstständig wird und mit den Engeln selbst redet. Eigentlich kannst du selbst mit deinem Engel reden und zwar ganz einfach. Es ist so. Wichtig ist in Meditationen Ruhe finden, deinen Engel anrufen und ihn bitten. Ohne Bitten geht gar nichts. Wenn du einen Freund sprechen willst,
Da gehst du ja auch her und rufst ihn an, richtig? Du rufst ihn an, sodass du mit ihm sprechen kannst. Und so ist es mit dem Engel. Du willst mit deinem Engel, also bitte ruf ihn an. Ja? Und das geht durch Meditation, Verinnerlichung und so weiter. Ich kenne viele Fälle, wo die Menschen gesagt haben, ich habe meinen Engel um Hilfe gebeten und der hat mir auch geholfen. Oh ja, das tun sie. Wenn es dein Karma bestimmt ist und sie dürfen eingreifen, wird dir geholfen beim Ruf des Engels. Also wir, eigentlich ist es schon so, wir haben von Geburt an unser Engel, eins oder mehrere, die werden uns von Geburt an schon zugestellt, ja. Und wir sind mit denen schon von Baby auf in Kontakt, nur haben wir verloren unsere Intuition. Wir haben unsere, diese Fähigkeit zu fühlen, in sich zu gehen, die geistige Welt wahrzunehmen, haben wir durch das viele logische Denken, durch Kopflastigkeit und durch die Medienwelt da draußen ziemlich verloren. Das heißt, ein Engel kann auch zum Beispiel über Bauchgefühl oder Intuition darauf etwas hinzuweisen, das wichtig ist. Richtig. Durch Bilder, durch Töne, durch Gerüche, durch, es gibt so viele Variantenräume, wo sie dich erreichen können. Es passiert auf einmal irgendetwas, du kriegst vielleicht durch eine Freundin eine Botschaft, weil du was gefragt hast und sie sagt genau etwas in der Richtung. Das ist so, da gibt es unglaublich viele Wege, aber sie geben sich Mühe, uns zu kontaktieren. Und wie gesagt, das Allerwichtigste ist, es ist jetzt Zeit, dass wir selbstständig werden. Es ist jetzt Zeit, dass wir aufwachen. Das bringt uns ja auch eigentlich zum heutigen Thema, denn das Thema ist ja heutiges Zeitgeschehen. Es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir gerade eine schwierige Zeit als Menschheit stecken. Mhm. Zumindest empfinden das viele Menschen so gerade, dass es eine sehr düstere Zeit ist, wo viele Konflikte gerade stattfinden, viele Unruhen, aber auch sehr viel Bewegung gerade stattfindet im politischen Geschehen, aber auch im gesellschaftlichen. Und viele fragen sich halt, wo die Orientierung ist. Wie kann man am besten da durchnavigieren oder was ist eigentlich momentan los? Okay, es ist immer eine Sache des Betrachtens. Du hast eine Leiche vor dir und die stinkt und es verdorrt und was nicht alles. Und du stehst davor, es gibt zwei Möglichkeiten. Du ekelst dich, weil du dich ekelst. Dann riechst du es stärker und das Gefühl wird immer intensiver. Oder du stellst dich dahin, nimmst es an, es ist so, wie es ist, stehst drüber, dann wird es nicht so für dich intensiv sein. So ist es jetzt in der heutigen Zeit. Wir sind in einer absoluten Umbruch. Ob wir wollen oder nicht, wir sind in einem Umbruch. In einer unglaublichen tiefen Transformation. Ich glaube, die letzte Transformation in dieser Art war so etwa im 18. Jahrhundert. In dieser Reihe war eine extreme Verwandlung. Und das machen wir gerade jetzt wieder durch. Und da geht es jetzt darum, dass ihr gerade jetzt euch besinnt, wer sind wir, warum bin ich hier und den Weg der Liebe gehst. Und die Liebe hat Geduld, die Liebe hat Freude, die Liebe hat keine Angst, die Liebe hat Glaube, Zuversicht und das wird dir dann die Kraft geben, das zu überstehen. Das Ziel des Ganzen in dieser Transformation wird sein und ist, dass wir in eine neue Welt kommen werden. Eine absolut neue Welt. Und da werden einige Sachen sich komplett ändern. Es könnten auch Kriege stattfinden, leider. Das ist die negative Seite. Ja, also momentan sieht man ja sehr viel Negatives, vor allem in den Medien. Ja, und das wächst. Als Mensch, oder die Menschheit zumindest, neigt dazu, das Negative zuerst zu sehen und dann eigentlich eher die guten Sachen kommen danach. Viele sind auch gerade verzweifelt, weil sie halt auch einfach nicht weiter wissen. Ihr Leben frustriert sie oder ihr Job frustriert sie. Und ich denke mal, dass wir gerade diesen Wendepunkt erreicht haben. Auch wir haben es ja vorhin über Astrologie gehabt, dass wir gerade einen großen Wendepunkt auch astrologisch erleben mit dem Pluto, der jetzt in den Wassermann geht in ein paar Wochen. Und ein paar andere große Planeten, glaube ich, ne? Neptun. Ja, da von der Astrologie natürlich ist da auch einiges zu sehen, richtig. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, warum es so extrem sein wird und warum die Gewalt so extrem ist und die Kriege und so, liegt halt leider daran, dass 99% der Menschheit in Hass, in Negativität ist. Und wenn dann so eine Welle kommt wie die, wenn so eine Energie kommt, so eine Transformation, holt sie halt das, was in dir ist, nochmal zum Vorschein und zwar intensiv. Zehnfach, tausendfach kommt es aus dir raus.
Bist du in der Liebe, in der Freude, wird das intensiver. Bist du in der Angst, wird das intensiver. Bist du aber mehr in der Hassgeschichte und in Neid, dann kommt das raus. Aber bist du, wie gesagt, in der Freude, in der Selbstlosigkeit, dann wird das zum Vorschein kommen. Das wird alles einfach verstärkt. Und darum ist die Gewalt jetzt, weil wir einfach Menschen sind, die meisten, die leider nicht im Glauben haben an etwas Höheren, an Engeln, an die Liebe. Denn wenn ich einen Glaube habe, hältst du dich in vielen Dingen zurück. Du bist mehr hilfsbereit, du bist mehr liebevoll, du bist mehr fröhlich. Wenn du diesen Glauben in dir hast, wir haben doch diesen Film gesehen. Wie hieß er denn? Der auf Wahrheit beruhte. Mit den Engeln. Ordinary Angels. Ordinary Angel. Wahnsinn. Ich habe gestern geweint, als ich den Schluss gesehen habe. Ich konnte nicht mehr. Es hat einfach gezeigt, wie es sein kann, wenn Menschen zusammenhalten. Wenn Menschen ein Ziel haben, Gutes zu tun. Tatsächlich hat diese Frau es geschafft, diesem Kind zu helfen, dass es überlebt. Durch diese Frau und durch alle anderen. Das ist eine wahre Geschichte, kann ich nur jedem empfehlen. Es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir in einer Gemeinschaft zusammen uns tun. Dass wir aber in dieser Gemeinschaft Hilfsbereitschaft besitzen. Dass wir Großzügigkeit besitzen. Dass wir Selbstlosigkeit und Liebe besitzen. Das ist eigentlich, wo wir jetzt immer mehr tendieren sollten, zusammen uns zu tun und zusammen den Weg zu gehen, oder nicht? Ja, es, um mal kurz für die Zuschauer hier zusammenfassen, was es denn bei den Filmen geht. Es ist ein Film, der beruht auf wahren Begebenheit. Der heißt Ordinary Angel und es ging damals um eine Familie, die einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat. Die Mutter ist gestorben und das kleine Kind, die junge Tochter, hatte eine Leberdefizit gelitten, also kaputte Leber gehabt. Und der Mann war halt mit zwei Töchtern hinterblieben, war Witwer und hatte aber auch zudem noch finanzielle Probleme, weil die Arztkosten und die Krankenhauskosten so enorm hoch waren. Das hat alles, glaube ich, irgendwo in Südstaaten von Amerika stattgefunden. Ganz teuer, ja. Und das ist ja recht teuer, weil die ja keine so gute Krankenversicherung haben. Aber diese, was war sie? Vom Beruf her Friseurin war sie. Genau. Sie hat ein Geschäft gehabt, ja. Und sie hatte dann gesehen, dass, also sie hat das in der Zeitung mitbekommen und hat aber auch so viel Mitgefühl für die Familie entwickelt, dass sie dann beschlossen hatte zu helfen und hat aber dann letztendlich die ganze Gemeinschaft mobilisieren können, dass sie im finanziell unterstützen. Und später, als es dann tatsächlich eine Spenderleber gab, war das zu einer Zeit, wo ein Schneesturm geherrscht hatte im Land und eigentlich waren alle Straßen zu. Und die Flughäfen waren geschlossen. Und es war eigentlich fast unmöglich, um ins nächstgelegene Krankenhaus zu kommen, das 6 Stunden entfernt war. Ja. Aber sie hat es dann möglich gemacht, indem sie ja die ganze Gemeinschaft mobilisiert hatte, die Nachrichten angerufen hatte. Sie hat dann Aufruf gemacht. Dann haben sie sogar noch einen Helikopter organisiert. Einen Piloten gefunden, der freiwillig geflogen ist. Und man muss auch noch dazu sagen, dass diese Frau absolut... Man sieht einfach, wie es ist, wenn Menschen ein Ziel haben. Sie wollte, und zwar ihr ganzes Herz. Aber auch der Vater hat nicht aufgegeben, trotz allem Schneegefüge hat der Vater nicht aufgegeben. Er wollte seine Tochter das Leben retten. Es war einfach ein berührender Film zu sehen, wie wir es sein könnten, wenn wir alle zusammen uns das Leben, wer eigentlich auf diesem Planeten mehr Harmonie und Liebe, wenn wir nicht so egoistisch, selbstsüchtig wären und hasserfüllt. Aber darauf gehen wir jetzt hin. Und ich bin dankbar für jeden Menschen, der jetzt erwacht. Und nehmt euch jede Hilfe, die ihr bekommen könnt, die euch hilft. Es kann eine Pflanze sein, es können Pflanzen sein, es können die Natur sein, es können ein Tierchen sein, es können gute Freunde sein, es kann so vieles sein. Unterstützend, Edelsteine, gute Ernährung, all das, was im Positiven schwingt, wird dich unterstützen auf diesem Weg hin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nochmal kurz zum Film zurück. Das kann ich nur jedem empfehlen, läuft gerade auf Netflix, Ordinary Angel. Und ich denke, da tendieren wir hin. Also ich habe auch mal dich ja öfters mal gefragt, wo denkst du denn, sind wir in 1000 Jahren? Also wie wird sich die Menschheit weiterentwickeln? Und letztendlich denke ich halt auch, dass wir letztlich ein Allgemeinbewusstsein entwickeln werden,
das mehr liebevoll und altruistisch gegenüber unseren Mitmenschen ist. Weil wir, so wie wir jetzt leben, leben wir ja getrennt voneinander in sehr großen Egoismus. Aber gleichzeitig schadet das auch uns selbst. Und ich habe eine interessante Studie darüber gelesen, erst ein paar Tagen, dass die wohlhabendsten Länder die meistens die unglücklichsten sind. Ja, klar. Und da wohl in den wohlhabendsten Ländern die Ungleichheit am größten ist, da sind die Leute sogar noch unglücklicher. Ja. Also letztendlich schadet uns jeglicher Habgier, jeglicher Egoismus, weil wir dem Kollektiv schaden. Und dieses, wenn wir dem Kollektiv schaden, schaden wir uns eigentlich nur wieder selbst. Also machen uns selbst unglücklich, auch wenn wir im ersten Moment vielleicht glauben, es ist zu unserem eigenen Vorteil, wenn ich jetzt egoistisch handle und denjenigen jetzt zum Beispiel nicht helfe, der mich jetzt gerade um Hilfe gebeten hatte. Und weil wir als Großteil der Gesellschaft so denken, dass wir besser weg sind, wenn wir für uns selbst handeln, wenn wir nur um uns selbst kümmern. Deswegen haben wir auch so dieses große Leid erschaffen. Ja, es wird sehr, sehr lange noch dauern, bis der Mensch das Bewusstsein erlangt, ein höheres Bewusstsein und in der Selbstlosigkeit hineingeht. Aber weil du das Wort Hilfsbereitschaft oder Hilfe, da muss ich an meine oder unsere persönliche Geschichte denken, die einfach auch wieder zeigt, wie, weil wir das Kontakt ja auch angesprochen haben, Kontakt zu Engeln und so weiter durch Gebete. Wir mit unserer Band Wolf Spirit, wir wollen bringen unser neues Album raus und dieses Album heißt Bullshit, da geht es um die Lügen der Medienwelt und so weiter. Aber da will ich gar nicht lange reden, ich will einfach nur sagen, wir haben Geld benötigt, Geld für die Medienwelt, um das auf den Markt zu bringen. Das ist nun mal so, es ist nun mal so, Ende aus. Die Filme kosten Geld und das alles und so und wir hatten es nicht. Und wir standen da und der Zeitdruck ging in unserem und dann setzte ich mich hin und die anderen auch und wir beteten. Wir beteten sowas von insbrunstig um Hilfe. Das kann ich gar nicht mit Worten sagen und das ist der Schlüssel zum Erfolg des Betens. Es ist nicht, dass ich ein aufsage, was die Kirche mir sagt, sondern meine eigenen Worte haben geredet. Mein eigenes Herz hat geschwungen. Meine Bitte aus tiefstem Herzen war frontal. Und dann war die Geschichte, dass ein Mann sich gemeldet hat, er möchte kommen und sich die Kunst anschauen. Man kann nämlich auch kommen und sich alles anschauen, die Werkstatt und die Kunst und so weiter. Und er möchte die Kunstwerke und möchte sich ein Bild kaufen. Und dann kam er, ich möchte ihn kurz halten, und als er bei mir drinnen war in der Werkstatt, hat er alles angeschaut, hat sich die Bilder und dann hat er die Musik haben wir angesprochen. Dann habe ich ihm das erzählt, so nebenbei. Oh, er war, ich habe nicht mal daran gedacht, ich schwör's. Auf einmal sagte er, kein Problem, ich kann euch helfen. Wie viel braucht ihr? Ich habe es erstmal gar nicht glauben können. Das erste Anteil war bar, ich hatte bar das Geld bekommen und dann den Rest haben wir dann überwiesen gekriegt für die Band. Das war, ihr glaubt gar nicht, wie tief dankbar ich war. Das ist auch nochmal ein wichtiger Schlüssel zu allem, ist die Dankbarkeit. Ich bin dankbar für jeden Schritt, den ich gehe. Gestern ständig habe ich Danke zu mir gesagt, dass ich den Apfel habe, dass ich die Banane esse, dass ich ein Brot habe. Das ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Natur mir was gibt und ich war dankbar für diese Seele. Also wie kann eine Seele, wenn wir doch alle so wären, verdammt nochmal, gäbe es da so viel Leid wie jetzt? Nein. Und er hat uns nicht gekannt. Das zeigt eigentlich, wie schön und wichtig es ist, dass wir hilfsbereit und großzügig sind und nicht gierig. Ständig gierig. Die Gier zerstört so viel, oder nicht? Ja, also es gibt auch ein Negativbeispiel. Wir hatten auch jemanden gekannt, der hat sehr früh in Aktien investiert, hat Glück gehabt und hatte letztendlich dann, das Ende vom Lied war, er hatte mehrere Millionen auf dem Konto. Ja. Aber er war halt auch ein sehr egoistischer Mensch und hat dann auch andere Leute dann zudem erniedrigt dafür, dass sie vielleicht jetzt nicht so viel hatten wie er. Ja, sieht man auch, dass es auch genau das Gegenteil gibt von solchen. Aber da gehe ich auch immer in das positive Feld rein und sage mir, wenn ich sowas erlebe, weil mir sagt, hey Olli, weißt du was? Was wir daraus lernen können, alles in unserem Leben ist auch ein Spiegel, so sehe ich das. Es ist für mich ein Spiegel, dass wenn ich mal ein Multimillionär bin oder sehr erfolgreich, niemals, niemals so werde. Und niemals Nein sagen würde, wenn mich jemand bittet. Ich schwöre es bei meiner heiligen Seele. Niemals. Wem jemand bittet, den gibt. So heißt es. Und so ist es. So sagt es Jesus. Und ich glaube an Jesus und ich glaube an Gott. Und nicht an die Kirche, aber an Jesus und Gott.
auf meine Art. Ich weiß, dass der Jesus existiert und ich weiß, dass Gott existiert. Das weiß ich aus meiner Erfahrung. Und ja, das ist ein Spiegel. Solche Menschen können nur über einen Spiegel sein. So wie die ganze Weltgeschehnisse ein Spiegel ist. Und Menschen, die Grandelhuber sind. Ich kenne eine Frau, die macht nur kurz, die ist ein Grandelhuber. Ein richtig böser Grandelhuber. Die schimpft ständig mit ihrem Mann, aber auf bösartigste Art und Weise. Und ich sage mir immer, hey Debbie, niemals wirst du so sein. Und verurteile jetzt nicht, aber das ist nicht richtig. So sollten wir niemals sein. Hm? Hast du noch irgendwie Tipps für jemanden, der jetzt sagt, ich fühle mich eigentlich momentan wie so eine Dauerkrise? Mein Leben macht irgendwie wenig Sinn und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da nicht ausbrechen kann aus diesem Rad, dass sich da ständig dreht. Was könnte man jetzt eigentlich machen so in dieser Zeit? Also gut, leider muss ich die Kombination euch nennen, weil eine alleinige Schlüssel gibt es nicht. Wir brauchen drei Schlüssel, Körper, Geist und Seele. Körper, Geist und Seele, das ist der Dreieckssymbol hier. Körper bedeutet erstmal deine Ernährung. Anschauen, was isst du, wie isst du. Denn Ernährung bedeutet ja auch Nährstoffe in mir aufnehmen. Und die sind wichtig für meinen Mut, also für meine Seele, für meine Stimmung, in Deutsch gesagt. Für meine innere Stimmung, ja. Und also über Ernährung könnten wir vielleicht ein eigenes Thema nochmal machen. Ich will nur kurz sagen, Ernährung sich anschauen, wie esse ich. So, das zweite ist meine geistige und seelische Einstellung. Dann machen wir die in Kombination. Geistig bedeutet, dass du jetzt einfach auch beginnst zu meditieren, in dich zu gehen und regelmäßig meditierst und auch da was in dieser Art und Weise an Yoga machst oder Sport, sodass das Gift aus dir raus kann. Und dann ist es wichtig, Affirmationen dir immer wieder zu sagen, ich bin glücklich. Und immer wegkicken, wenn ein negatives Gefühl in dir. Aber du musst an dir arbeiten, das geht nicht von heute auf morgen. Das tut mir leid, es gibt kein Wunder, keine Pille, die sagt, oh, ich bin am nächsten Tag glücklich. Oh ja, es kann schon passieren, wenn du eine starke Persönlichkeit bist und sagst, ich schmeiß all den Dreck weg. Ich habe letztes Mal zum Olli einen schönen Satz gesagt, den habe ich von meiner Oma und der hilft mir jedes Mal. Wenn ich merke, es kommt wieder so eine negative Energie und will irgendwie mir Chaos erschaffen, dann mache ich folgenden Satz. Ich verbanne alles Negative jetzt. Ich verbanne alles Negative jetzt. Ich mache das mit dieser Energie, weil das ist die Energie, die braucht. Du kickst es weg. Kick. Tschick. Es dauert nicht lang und da ist das Negative verschwunden. Es hält es nicht aus. Besonders Rothaarige mag es überhaupt nicht. Ja, und Witz ist noch der Schlüssel. Sei einfach witzig, sei einfach humorvoll. Schau dir gute, lustige Filme an, mach Blödsinn, mach Streiche, das machen wir Frauen, wenn wir kochen, machen wir untereinander sehr viele Streiche, sehr viel Blödsinn. Ich glaube, wenn ihr bei uns wärt, würdet ihr denken, was ist denn das für ein, wie kann man es nennen? Verrückter. Aber es tut uns gut. Es lässt unsere Aura, unsere Wesen erstrahlen. Genau. Und wenn jemand eklig zu euch ist, dann kick ihn weg und hat dich nicht verdient. Aber sei nicht auf ihn böse. Ah, überhaupt nicht. Kick ihn einfach weg. Tschüss. Mach das woanders. Ich denke, wir haben jetzt genug geredet. Ne? Vielleicht noch einen Punkt, ja? Noch, wenn man, weil das wird wahrscheinlich auch viele Leute betreffen, wenn man jetzt immer wieder Ängste hat. Oh, Ängste, ja. Vor allem ist die Nachrichten oder Welt da draußen macht ja einen sehr viel Angst. Oder kann sehr viel Angst machen. Was kann man da am besten tun? Oder wie wird man damit am besten spirituell klarkommen? Okay, erstmal die Angst nicht verdrängen. Das sollte man niemals. Nicht verdrängen, nicht unterdrücken. Erstmal anschauen, du hast Angst. So mache ich das. Oder da fließt jetzt gerade Angst. Aber dann in dem Moment packst du ihn und wandelst ihn um durch Affirmation. Ich habe jetzt Vertrauen, ich lasse los, alles ist gut. Ja? Also die Macht des Vertrauens in dir in dem Moment. Und mit den Engeln zu arbeiten, ist auch wichtig. Den Engel anrufen, der in dem Moment, wo du dich wohlfühlst, die dann so zum Beispiel Zadkiel oder Gabriel. Und bitte seid nicht so starr. Ach, nur der Gabriel kann mir helfen. Nee, nur der Raphael ist die. Nein, wähle in dem Moment, wo du gerade fühlst, den will ich gerade anrufen. Es kann Samuel sein, es kann Metatron sein, es kann dein eigener Schutzengel sein. Wähle, was du in dem Moment empfindest. Der ist der Richtige in dem Moment für dich, ja? Weil es gibt keine starre Realität in der Engelswelt. Nur der darf dir helfen, die anderen nicht. Nein. Da haben wir, ich erwähne es jetzt noch mal kurz, unsere Prana-Tropfen, die haben ja die Erzengel mit dabei. Genau.
Das ist jetzt zum Beispiel Metatron oder der Violette ist Schamuel. Genau, der geht nach euren Gefühlen. Und der Gedanke bei unseren Pranatropfen ist ja, dass wir dadurch hier einen Schutzbegleiter haben, der uns begleitet. Und manchmal muss man den auch mal wechseln, weil es gibt ja verschiedene Themenbereiche. Genau. Und dein Leben verändert sich ja auch ständig. Und das war auch der Hintergedanke von Osorgonite, dass wir etwas schaffen, ein Produkt, das Leuten dadurch die schwierigen Zeiten durchhelfen kann. Also mir fällt auch ein, die Lindsay macht auch Schutzengel-Pranatropfen und da werde ich immer gefragt, welche Farbe hat mein Schutzengel. Da muss ich sagen, hat der Engel eine Farbe und die bleibt auch, die bleibt den ganzen Leben. Das ist wieder was anderes. Der Schutzengel hat seine eigene Energie, seine eigene Farbe und die könnt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel euch einen machen lasst, von der Lindsay, die macht sie wirklich sehr, sehr schön, aber muss auch das akzeptieren, es ist ein Kunstwerk, bitte, bitte. Und es wird niemals etwas gleich ausschauen. Es gibt immer kleine Abweichungen. Ihr müsst verstehen, das wird mit der Hand gemacht. Mit Pinzette in Deutsch. Also wie kann man verlangen, es gibt nämlich manche, die wollen, nein, das geht nicht. Wichtig ist, dass die Steine, die da jetzt zum Beispiel bei dieser hier, die ewige Jugend, ja, die Farben und die Steine da drin sind, und das ist ganz wichtig, in jedem Prana-Tropfen kann eine kleine Abweichung sein, aber der Grundprinzip ist da und das ist wichtig. Und wenn ihr euren Schutzengel bestellt, dann werdet ihr den so bekommen, wie der Schutzengel es gerne möchte. Ja, und ich habe noch keinen einzigen Menschen erlebt, der nicht begeistert war und zufrieden war. Und der nicht, wir haben erst ein Kind gehabt, die hat einen Prana-Tropfen sich rausgesucht und trägt den. Und die Mutter hat uns angerufen und hat gemeint, seitdem sie den Prana-Tropfen hat, hat sie keine Ängste mehr. Siehst du mal, wie die Dinge doch ihren Lauf haben. Und ja, also. Ja, also das ist genau unsere Mission eigentlich mit Osorgonite. Genau. Menschen zu helfen zu und unterstützen, zu unterstützen mit den Lichtprodukten. Wir nennen sie auch Lichtprodukte, weil sie ja die Energien reinigen und erhöhen. Richtig. Und ja, ich finde, das ist ein erster guter Podcast. Ja, ist unser erster. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like dem Video gibt. Genau, macht ein Like, abonniert uns, aber macht bitte keine negativen Kommentare, denn die schieße ich zum Mond? Nee, der Mond, der ist mir zu schade dafür. In die Hölle! Ins Feuer schmeiß ich es rein. Ins Kommentarverlies kommt also es. Also das ist etwas, was ich zum Abschluss sage, ich kann es nicht verstehen, aber das zeigt auch nicht unser Bewusstsein der Menschheit, die negative Kommentare machen und auch bei anderen sagt man, Leute, lasst doch die, solange sie dich nicht wehtun und dir nicht irgendwie schaden, kann er doch tun, was er will. Das ist auch, man nennt es Toleranz. Toleranz, okay? Und wenn jemand das lächerlich findet, was wir sagen, dann geh doch einfach raus, du musst es dir doch nicht anhören. Tschüss, bye, bye. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Podcast. Ja? Bis zum nächsten Mal, ja. Danke fürs Zuschauen. Danke. Hab euch lieb.